Willkommen, liebe Zuschauer, bei History Live, dem historischen Quartett auf Phoenix. Unternehmen Barbarossa, Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs. Darüber diskutieren wir heute mit der früheren Leiterin des Deutsch-Russischen Museums in Karlshorst, Christiane Janecke, mit Sönke Neitzel von der Universität Potsdam und mit Jörg Barbarowski von der Berliner Humboldt-Universität. Im Juni 1941, vor 75 Jahren also, überfiel die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. War das der Vollzug von Hitlers lang gehegten Plan vom Lebensraum nach Osten oder reagierte er vor allen Dingen auf die Kriegslage? Ja, ein Stück weit war es beides. Es ist immer die Frage, ob wir wirklich daran glauben, dass Hitler einen Plan hatte. Das kann man, Mein Kampf, in den meisten Interpretationen der Historiker ist das so. Mein Kampf sagt ja schon, die Grenzen von 1914 sind nicht ausreichend für uns. Also die meisten von uns würden das so sehen, dass Hitler diesen Lebensraumgedanken sehr früh entwickelt. Es gibt auch einzelne andere Stimmen, aber bleiben wir mal dabei. Und dann ist sicherlich in meinem Kampf nicht ein Datum festgelegt, ein konkreter Plan, aber die Sowjetunion beschäftigt ihn ständig in unterschiedlichen Szenarien. Dass er jetzt am 22. Juni 1941 in dieser Form die Sowjetunion angegriffen hat, das liegt sicherlich an der Kriegslage auch. Es gibt ja in den 30er Jahren Planungen, die so eher eine Polizeiaktion zusammen mit Polen vorhaben, die sich so an dem Ersten Weltkrieg orientiert, an 1918. Aber dann die Kriegslage, Großbritannien kann man nicht erobern, diese Überlegungen, wir müssen jetzt mit Macht, mit über 3 Millionen Mann die Sowjetunion niederwerfen, dann schaffen wir einen blockadefesten Raum, auch dann mit den Siedlungsgebieten, das ist dann sicherlich die Situation. Ich glaube, die meisten von uns würden zustimmen, dass das natürlich eine ideologische Tiefe hat, die zumindest in Teilen bis Mein Kampf zurückgeht. Noch in den 90er Jahren haben uns ja nach unseren Filmen zum Unternehmen Barbarossa auch Hunderte von Kriegsteilnehmern zum Teil geschrieben auf deutscher Seite, das sei ja nur ein Präventivkrieg gewesen. Die Rote Armee habe an den Grenzen bereitgestanden, um Hitler-Deutschland anzugreifen. Ist das denn heute wissenschaftlich völlig weg vom Fenster? Und wenn ja, warum? Ja, das ist natürlich längst widerlegt. Dass das immer wieder auftaucht, gerade bei den Weltkriegsteilnehmern, hat ja auch damit zu tun, dass die Nazis selber ihren Überfall so begründeten. Verrat, Treuebruch Stalins, Stalin habe vorgehabt, Deutschland zu überfallen. Das sind ja auch die Geschichten, die man den Wehrmachtssoldaten selbst erzählt hat. Insofern wundert einen das überhaupt nicht, dass das immer wieder kolportiert wird, weil die meisten Soldaten eigentlich keinen Sinn darin sahen, die Sowjetunion anzugreifen. Das war ja eine gute Erklärung, eine gute Rechtfertigung für diesen Angriff. Wir wissen ja heute, dass das bolschewistische Konzept der Kriegführung auf Angriff basiert und nicht auf Verteidigung. Und deshalb waren die sowjetischen Truppen an der Grenze massiert. Aber wie wir heute wissen, ist die Sowjetunion völlig überrascht worden vom deutschen Angriff. Und sie war auch militärtechnisch und in der Führung nicht vorbereitet auf einen solchen Krieg, war völlig überrascht. Und niemand nimmt das eigentlich, diese Präventivkriegsthese, heute noch ernst. Wenn wir uns an diesen Krieg heute erinnern, das schlimmste Kapitel in der Geschichte beider Völker, Frau Janecke, was ist da der Unterschied der Erinnerung in Deutschland und in Russland? Ja, der Unterschied ergibt sich naturgemäß aus der unterschiedlichen historischen Lage, die sich durch diesen Krieg ergeben hat, die Sieger und die Verlierer. Und in Russland ist diese Erinnerung heute sehr dominant, zumal auf politischer Ebene. Sie wird auch instrumentalisiert. Das ist aber nicht das Einzige. Es ist tatsächlich auch eine sehr lebendige Erinnerung in der Bevölkerung. Es gibt praktisch keine Familie in Russland, die nicht in diesem Krieg Verluste zu beklagen hat. Man geht heute von ungefähr 27 Millionen Menschen aus, Opfern, die dieser Krieg gefordert hat. Infolgedessen ist der Krieg, war er in der Sowjetunion und ist er heute auch in Russland, das zentrale Element der Erinnerung. In Deutschland ist das anders. Es war eine lange ungeliebte Erinnerung. Vielleicht ist sie das bis heute noch. Können wir nachher noch mal drüber sprechen. Das hat natürlich auch mit der geteilten Erinnerung in der DDR und der Bundesrepublik zu tun, aber eben auch mit dem oft schwerpunktmäßigen Blick nach Westen. Also auch in der Forschung wurde der Ostkrieg lange vernachlässigt. Das hat sich natürlich verändert. Da gibt es mehr Arbeiten darüber. Wir wissen mehr. Und ich würde sagen, der Krieg ist in unserer kollektiven Erinnerung angekommen. Wie er da positioniert ist, ist sicherlich eine Frage, über die wir noch diskutieren können. Wie kam es denn überhaupt, dass Hitler vor diesem Überfall das Ganze als Sandkastenspiel bezeichnet hat? Warum hat er die Situation so völlig falsch eingeschätzt und warum funktionierte seine Strategie letzten Endes ja nicht?
Naja, man muss immer davon ausgehen und überlegen, was wusste man über die Sowjetunion? Die deutschen Nachrichtendienste waren ja de facto blind. Es gab ganz wenige Informationen. Die meisten Informationen bekam man von der Luftaufklärung, die man heimlich geflogen hat. Und nach dem Sieg über Frankreich konnte man vor Selbstbewusstsein kaum laufen. Man hatte in diesen 6 Wochen die als wichtigste und stärkste Armee Europas, die Franzosen, geschlagen, die man in 4 Jahren des Ersten Weltkriegs nicht besiegen konnte. Und danach schien es keine Grenzen zu geben. Und das war auch die Position ausländischer Beobachter. Keiner hat geglaubt, dass gerade die Rote Armee die Wehrmacht würde aufhalten können. Denn die Rote Armee hatte die Säuberungen hinter sich. Sie hatte den russisch-finnischen Winterkrieg hinter sich. Da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert. Und selbst bei der Besetzung Ostpolens war, neumodisch formuliert, die Performance der Roten Armee nicht sehr beeindruckend. Deswegen nahm man davon aus, wir werden einen Blitzkrieg führen. Wir werden hart kämpfen müssen an der Grenze. Wir werden aber die Rote Armee zerschlagen. Und danach werden wir nach Osten marschieren, so wie wir das 1918 gemacht haben. Der entscheidende Denkfehler war, dass man glaubte, dass die Rote Armee grenznah zu zerschlagen ist und dass dann dieser gesamte Staat wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Und letztlich ist Hitler am Widerstand der Rotarmisten gescheitert. Die hörten nämlich auf zu kämpfen. Und damit merkte man, dass man nach den Grenzschlachten weiterkämpfen musste. Die Verluste waren immens, die die Deutschen hatten. Also 300.000 Opfer auf Seiten der Wehrmacht bis Jahresende. Die Verluste am Material waren immens. Also der Krieg ging weiter. Der hörte nicht einfach im September auf. Und damit hatte man nicht gerechnet. Barbarossa war ja von Anfang an als Vernichtungsfeldzug konzipiert. Aber solange er dauerte, brutal geführt, wurde dieser Krieg ja letzten Endes auch von beiden Seiten eine blutige Spirale der Gewalt. Haben beide Seiten sich da auch wechselseitig aufgestachelt? Unbedingt. Die Kriegführung war eine völlig andere als im Westen von Anfang an. Wir kennen den Kommissarbefehl, die Erschießung von Kommunisten, die Aussonderung von jüdischen Offizieren der Roten Armee, die sofort liquidiert wurden, und die Einsatzgruppen, die im rückwärtigen Gebiet der Front Zivilisten umbrachten. Das Interessante daran ist, dass die Bolschewiki, das hatten sie ja schon während der Besetzung Polens gezeigt, dass sie mit ganz ähnlichen Methoden im rückwärtigen Gebiet vorging. Eingebildete Feinde zu deportieren, Kollektive zu stigmatisieren, ganze Gruppen von Menschen aus der Gesellschaft auszusondern. Das war auf eine andere Weise schrecklich, aber es folgte sozusagen der gleichen Logik, dem gleichen Prinzip. Und die Nazis machten ja etwas Merkwürdiges. Sie drehten die Völkerpyramide der Sowjetunion um. Die oben standen, brachten sie nach unten. Sie drehten das um, sie spielten damit. Und für die Bolschewiki war das ziemlich klar. Im Grunde spiegelten sie einander ihre Wahnvorstellungen. Um es an einem Beispiel deutlich zu machen, als die Wehrmacht Rostow am Don eroberte 1941, wurden alle Juden der Stadt ermordet. Als wenig später die Rote Armee für kurze Zeit die Stadt wieder einnahm, wurden alle Deutschen und Minderheiten, die im Verdacht standen, mit den Deutschen zu kollaborieren, umgebracht. Also nicht nach sozialen, sondern nach ethnischen Kriterien. Man könnte sagen, dass beide Regime aneinander arbeiteten und einander bestätigten, sozusagen die Wahnvorstellung einander bestätigten. Das ist, glaube ich, etwas, was hier geschah. Und das hat dann nach 1942 auch nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Und deshalb war das ein völlig anderer Krieg. Und die Nazis merkten irgendwann, dass die Bolschewiki ähnlich vorgingen wie sie selbst und dass sie ganz gut auf diesen Krieg eingestellt waren. Also der Vernichtungskrieg, den die Nazis den Bolschewiki aufzwangen, den konnten sie nicht gewinnen, weil sie damit souverän umgehen konnten, mit dieser Art von Krieg. Und zum Teil sagte ja sogar Goebbels, wir müssen von der Roten Armee lernen. Also zum Beispiel die Idee des Kommissars, des Politoffiziers, das haben die Nationalsozialisten ja versucht zu kopieren mit der Einführung des nationalsozialistischen Führungsoffiziers. Da sagten sie, wie auch die Art und Weise, wie die Rote Armee Krieg führte, da gab es Wahrnehmungen. Heute würden wir jetzt sagen, von Transfergeschichte-Mode sprechen. Sagen, ja, also wie die das machen, so radikal, so müssen wir das eigentlich auch machen. Goebbels schreibt im August 1941 in sein Tagebuch, wir müssen mit den Bolschewiki fertig werden, weil wir gar keine andere Wahl haben. Er hatte sehr schnell begriffen, dass wenn dieser Krieg zu Ende gehen würde,
würde der Verlierer nicht geschont werden. Er hatte sehr schnell begriffen, dass die anderen genauso handeln würden wie sie selbst. Und deshalb schrieb er in sein Tagebuch, wir müssen den Krieg gewinnen, weil wir gar keine andere Wahl haben. Alles oder nichts. Wir wissen ja, dass Stalin vor diesem Krieg ja eine Reihe von Warnungen bekommen hat, dass die Deutschen Russland angreifen wollen. Warum hat er denn nun alle diese Warnungen, die waren ja wirklich zum Teil sehr substantiiert, in den Wind geschlagen? Ja, es waren sehr substantiiert. Also der sowjetische Geheimdienst hat alle Pläne auf den Tisch gelegt. Es war sogar der deutsche Botschafter, der die Russen gewarnt hat. Und Stalin kommentierte Schulenburg. Das, kommentierte das mit dem Kommentar, jetzt hat die Desinformation schon Botschafterebene erreicht. Also ich glaube, dass Stalin sich das einfach nicht vorstellen könnte, weil es für ihn keinen Sinn machte. Er sagte, warum soll Hitler uns angreifen? Soll er in einen Zwei-Fronten-Krieg gehen, wo er doch England noch nicht besiegt hat? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Und dann kommt der Hessflug, der Flug von Rudolf Hess, dem Stellvertreter Hitlers, nach Schottland im Mai 1941 dazu. Und Stalin, wenn ich das richtig lese, hält das auch für einen britischen Komplott. Also die Briten, die Kapitalisten wollen uns, die Sowjetunion und die Deutschen, in einen Krieg hineinzwängen, den nur sie gewinnen können, die Kapitalisten, weil die sehen dann in Ruhe zu, wie wir uns sozusagen verbluten. Und das war nicht die Situation, die Stalin wollte. Also er konnte sich nach seiner Logik das eigentlich nicht erklären, warum Hitler jetzt sie angreift, die Sowjetunion angreift, zumal sie vertragstreu waren. Sie haben alle Bedingungen des Hitler-Stalin-Pakts haargenau erfüllt. Allgemein gilt ja Stalingrad als der Wendepunkt nicht nur des Kriegs im Osten, sondern des gesamten Zweiten Weltkriegs. Aber war nicht schon die Schlacht vor Moskau und die deutsche Niederlage im Dezember 1941 der eigentliche Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs? Das kommt ja immer darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Aus der Perspektive von Historikern, die aus der Ex-Post-Sicht draufschauen, würde man sagen, der Wendepunkt war schon sehr viel früher, schon im Herbst 1941. Und das war auch der Generalität klar. Warum im Herbst? Weil klar war, dass man keinen Blitzkrieg mehr führen konnte. Als klar war, der Blitzkrieg ist gescheitert, war klar, auf einen Abnutzungskrieg war die deutsche Wehrmacht nicht vorbereitet. Wenn man sich vorstellt, dass die Wehrmacht im Grunde nur auf den großen Straßen und den Städten vordringen konnte, aber das Hinterland gar nicht kontrollieren konnte, weil es gar keine Infrastruktur gab in der Sowjetunion, war schon mal klar, dass auch die Besatzung schwierig sein würde. Und in diesem riesigen Raum konnten sich die russischen Armeen weit zurückziehen und deshalb war die Blitzkriegsstrategie erledigt. Wenn man es aber aus der Perspektive der Betroffenen sieht, so wird man sagen können, dass in der sowjetischen Führung bis 1944, bis zur großen Umfassungsschlacht von Minsk, also in Heeresgruppe Mitte vernichtet wurde, dass nicht klar war, dass dieser Krieg entschieden war. Selbst nach Stalingrad hat die Generalität und Stalin selbst noch nicht daran geglaubt, dass dieser Krieg gewonnen werden würde. Es hängt auch immer von der Perspektive ab und das ist wichtig, weil dadurch klar wird, welche Handlungsoptionen die politischen Führer jeweils in der Hand hatten. Das ergab sich aus ihren Vorstellungen. Hätte es reale Waffenstillstandschancen denn gegeben im Osten, wenn Hitler da Ja gesagt hätte? Ja, unbedingt. Stalin hätte bis 1943 einem Waffenstillstand zugestimmt, wenn die deutsche Seite Angebote gemacht hätten, die akzeptabel gewesen wären. Das war immer in der Diskussion und bis 1942 haben sie sogar darauf gehofft, dass das passieren würde. Und erst sehr spät, und ich würde sagen, dass erst mit der Vernichtung der Heeresgruppe Mitte war klar, dass dieser Krieg gewonnen werden würde. Man muss sich ja vorstellen, mit Stalingrad hat man ja wirklich selber eine wirklich erfolgreiche Offensivoperation gemacht. Man hat die 6. Armee eingekesselt. Aber die Opfer, die die Rote Armee hatte, auch noch bei Kursk 43, waren immens. Also selbst wenn die Logik so war, naja, wir können sie vielleicht aus dem Land drängen, aber um welchen Preis? Um welchen Preis wird uns das kosten? Weil im Westen, nach Wahrnehmung der Sowjets, passierte ja nichts. Mhm. Heute würden wir das ein bisschen anders sehen, aber nach ihrer Wahrnehmung passierte nichts. Und man verblutete im Osten. Und war das die beste Option? Stalin wollte ja genau das nicht. Er wollte ja die kapitalistischen Länder in einen Krieg bringen und nicht sich verbluten mit den Nationalsozialisten. Und die eigentlichen Gewinner wären dann die kapitalistischen Staaten. Meine provokative Nachfrage. Nehmen wir denn eigentlich den Krieg im Osten zu wichtig für den Verlauf des Zweiten Weltkriegs? Wenn Sie einen ganz normalen Amerikaner fragen, was war denn der Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs, wird er Ihnen mit ziemlicher Sicherheit sagen, na ja, natürlich der D-Day, Normandie, 44.
Also das ist natürlich Quatsch, weil in der Normandie am 6. Juni 1944 war der Krieg längst entschieden. Das muss man einigen Amerikanern immer wieder sagen und dass die Deutschen auch gar keine Chance hatten, diese Schlacht irgendwie zu gewinnen. Das ist ja eine interessante Debatte, die auch im Kalten Krieg sehr politisch geführt worden ist. Also einerseits waren die Westmächte diejenigen, die den Krieg entschieden haben, oder war es die Sowjetunion? Das ist von enormer politischer Bedeutung. Und auch zeitweise hat man auch in Deutschland immer gesagt, dass der eigentliche Krieg findet in der Sowjetunion statt, die haben die meisten Opfer, da wird der Krieg entschieden. Ja und nein, es sind eigentlich zwei Kriege, die hier in Europa stattfinden. Einer, der Vernichtungskrieg im Osten mit diesen enormen Opferzahlen. Wenn wir das aber mal von der Rüstungspolitik her denken, dann ist der Luft- und Seekrieg der Krieg, den die Westalliierten zwingen diesen Krieg den Deutschen auf. Und in diesem Bereich geht die Masse der Rüstungsproduktion. Also wir wissen, dass nur 6% der deutschen Ressourcen in die Panzerproduktion lief und über 40% in die Luftrüstung. Und die wurde sozusagen an der Westfront eingesetzt. Die Deutschen haben nach 1942 die Luftwaffe in den Westen abgezogen. Nur dadurch war es der Roten Armee überhaupt möglich, sagen, die Deutschen aus dem Land zu drängen. Die USA haben ohne Land and Lease, hätten es die Sowjets nie geschafft, die Deutschen aus dem Land zu drängen. Also man muss diese beiden Kriege zusammendenken. Und es ist eigentlich natürlich unsinnig, die Frage, wer war wichtiger? Es waren halt beide zusammen. Mhm. Es war ein globaler Krieg, die man zusammen sehen muss. Und ja, wenn so diese Frage aufgestellt wird, geht es oft um Selbstbilder, es geht oft um sich wichtig zu nehmen. Also D-Day war es ganz bestimmt nicht. Und der Krieg, würde ich Herrn Baborowski zustimmen, war letztlich im Herbst 1941 entschieden mit dem Scheitern der deutschen Blitzkriegsstrategie. Wenn diese Blitzkriegsstrategie im Herbst des Jahres nicht gescheitert wäre und Hitler beispielsweise Moskau erobert hätte, hätte er den Krieg im Osten und den Zweiten Weltkrieg dann gewinnen können? Oder war auch das im Grunde von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Was meinen Sie? Also die deutsche Generalität, Herr Neitzel hat es ja schon gesagt, war nicht vorbereitet. Er hat keine Informationen über die Sowjetunion. Und selbst wenn Moskau gefallen wäre, man hätte noch 8000 Kilometer vor sich gehabt bis Wladiwostok, ein riesiger Raum, der nicht beherrscht werden konnte. Das wollten Sie doch gar nicht erobern. Sie wollten noch Arangels-Astrachan, diese Linie. Schön, ja, aber diese Linie hätte niemand bewachen, halten oder besetzen können. Das hätte jedem vernünftigen Menschen klar sein müssen, dass man die Sowjetunion nicht besetzen konnte, nicht mal den westlichen Teil. Ich erwähnte schon die großen Magistralen, die großen Straßen, die Rollbahnen, auf denen die Panzer der Wehrmacht rollten. Aber das Hinterland, das sie hinter sich ließen, war faktisch unkontrollierbar. Der zweite Punkt war, dadurch durch die Rassenpolitik hatten sie große Probleme, die Bevölkerung für sich zu gewinnen. Sie brauchten die Arbeit, sie brauchten Kollaborateure, sie brauchten Mitarbeiter, sie brauchten Unterstützung. All das bekamen sie natürlich nicht. Und die Besetzung eines Landes auf den Grundsatz zu gründen, die einheimische Bevölkerung auszuplündern und als Minderwertigkeit zu betrachten, das konnte als nicht funktionieren, als Prämisse. Und deshalb war das, glaube ich, von Anfang an klar, selbst wenn dieser Blitzkrieg gelungen wäre, hätten sie immer noch 3/4 der Sowjetunion nicht besetzt. Und große Ressourcen hatte Stalin sehr früh an die mittlere Wolga und nach Kasachstan transferieren lassen. Hätten sie sich auf einen Zermürbungs- und Abnutzungskrieg einstellen müssen, auch im Hinterland der Front, den sie nicht hätten gewinnen können. Und die Partisanenbewegung, die Partisanenkriege des Jahres 43 und 44 zeigen genau das, dass die Wehrmacht das gar nicht unter Kontrolle hatte, nicht mal in den besetzten Gebieten. Reden wir doch jetzt mal über die Erinnerung an all das, Frau Janicke. In Russland spricht man ja vom großen Vaterländischen Krieg. Wir sehen die Fernsehbilder an jeden 9. Mai mit den Militärparaden vom Roten Platz. Ist das die gültige Erinnerung in Russland, die militärische Erinnerung, Erinnerung an Tapferkeit, an Sieg? Oder gibt es auch andere Erinnerungen? Ist das Bild eindeutig oder ist es multifunktional? Also wenn wir richtig reinschauen und uns dafür Zeit nehmen, ist es differenziert. Es gibt auch andere Erinnerungen, aber nichtsdestotrotz ist diese Erinnerung, die Sie geschildert haben und diese Bilder, die wir wahrnehmen vom 9. Mai mit der Parade und den Kranzniederlegungen und dem eher pompösen Inszenierungen, ist dominant. Und sie ist einerseits inszeniert in diesen Bildern und zum politischen Zwecken. Sie ist aber, wie ich auch schon eingangs gesagt habe, spiegelt die Befindlichkeit doch der meisten Menschen wider. Das muss man einfach auch sagen, weil das etwas ist, was bei uns vielleicht so nicht ankommt, weil wir nur diese Bilder sehen und denken, das kann ja nur oktroyiert sein. Darüber kann man sich ja streiten, wie viele
Menschen das wie empfinden. Aber die Tatsache, dass dieser Krieg, wie gesagt, fast alle Familien in, damals in der Sowjetunion und dann, wenn wir über Russland reden, heute die russischen Familien betrifft, ist einfach eine Tatsache. Und infolgedessen ist das, was die Politik aufgreift, was sie instrumentalisiert, was sie zur Schau stellt und natürlich auch politisch nutzt, etwas, was sie aufgreift und in Bilder umsetzt. Das ist im Grunde auch gar nichts Neues. Das gibt es ja seit der Brezhnev-Zeit. Genau. Das ist ja von Putin nicht neu entworfen, sondern da wird etwas abgerufen, was schon da ist. Um vielleicht noch zu ergänzen, bis 1941 oder bis 1945 war der Gründungsmythos der Sowjetunion die Oktoberrevolution. Nach Stalins Tod war der Gründungsmythos der Sowjetunion der große Vaterländische Krieg. Die Sowjetunion ist faktisch noch einmal neu gegründet worden. Und mit diesem Mythos, der nun Täter und Opfer miteinander verbunden hat. Der große Terror, den konnte man vergessen, weil alle Opfer gewesen waren. Und alle waren Helden gewesen. Alle waren Sieger gewesen. Und das hat dazu geführt, dass in der Sowjetunion so etwas wie ein gesellschaftlicher Zusammenhalt überhaupt erst entstehen konnte durch diese Geschichte. Die Revolution hat die Klassenfeinde ausgeschlossen. Der Zweite Weltkrieg hat sie alle zu Helden gemacht. Und deshalb war diese Geschichte so unglaublich erfolgreich, auch bei den Opfern, den Opfern Stalins. Sie gesagt haben, wir waren Opfer des Regimes, aber jetzt dürfen wir auch Helden sein. Und das Regime hat das auf ganz geschickte Weise, hat sie der Bevölkerung dieses Friedensangebot gemacht. Und deshalb ist das so wichtig. Aber da würde ich zwei Anmerkungen machen wollen. Das eine ist, dass, Sie haben es gesagt, aber es ist tatsächlich so, dass das, was wir sehen, nicht immer so gewesen ist. Weil wir die Vorstellung haben, diese Inszenierung hat es unmittelbar seit Kriegsende gegeben, weil die Sowjetunion gesiegt hat und seitdem hat man das so begangen. Das ist keineswegs der Fall, ganz im Gegenteil. Also Stalin hat diese Art der Volkserinnerung und dieser Inszenierung nicht gewollt, hat sie auch unterbunden. Alles auf ihn konzentriert. Genau, weil er seinen eigenen Mythos um seine Person da nicht zerstören wollte. Mhm. Es war weder ein freier Tag, der 9. Mai, noch wurden da größere Paraden überhaupt nicht abgehalten. Und das hat sich leicht geändert in Mitte der 50er Jahre unter Khrushchev, als Stalin das erste Mal auch in Frage gestellt wurde, beziehungsweise die Methoden, mit denen er diesen Sieg errungen hat. Und dann, wie Sie sagen, eben ab Mitte der 60er Jahre, ist das etwas, was eben wir heute in diesen Bildern wahrnehmen. Aber der andere Aspekt, den finde ich auch sehr wichtig, ist, das, was wir heute sehen, ist nicht dasselbe wie das, was wir von den 60er bis 80er Jahren haben. Putin hat da durchaus seine eigenen Interessen, er greift auf diese sowjetischen Bilder zurück, nutzt sie auch. Bitte? Die Veteranen leben auch nicht. Genau, die Veteranen leben, aber er nutzt das natürlich zu seinen eigenen politischen Zwecken und verbindet das auch mit anderen, in der Zwischenzeit nationalen, russischen Elementen, sodass wir nicht sagen können, also einfach zu sagen, die Sowjetunion, Russland erinnert heute genauso wie die Sowjetunion, das wäre verkürzt. In Deutschland ist das ja nun völlig anders. Ganz anders, Herr Neitzel. Die Wissenschaft teilt ja die deutsche Erinnerung an den Ostkrieg, Barbarossa etc. ja immer gerne in verschiedene Stufen, verschiedene Phasen ein. Welche Phasen sind denn das in der deutschen Nachkriegsgeschichte und wie spiegelten diese Phasen denn das Geschichtsverständnis in Deutschland, in der Bundesrepublik, sagen wir erst mal, wieder? Ja. Naja, zunächst nach dem Krieg ging es darum, Kriegsverbrecher zu verfolgen. Das, was die Alliierten gemacht haben, man musste sich einrichten in einer Besatzungszone, dann Gründung der Bundesrepublik. Und dann hat sich ein Diskurs herausgebildet, ja, wie soll man eigentlich mit dieser Niederlage umgehen? Das ist ja immer sehr schwer, ein Mythos, wir sprachen von Mythen, Mythen, die Nationen offenbar brauchen. Und der Mythos, der sich dann zumindest in der Bundesrepublik herausgebildet hat, war nicht der, naja, also der Böse war Hitler, von mir aus noch die SS, aber die Mehrheitsgesellschaft ist eigentlich missbraucht worden. Und dann kam auch hinzu, wir, die wir Soldaten waren, waren eigentlich die besten Soldaten der Welt und wir hätten ja den Krieg fast gewonnen. Und die anderen haben eigentlich nur gewonnen, war ein bisschen unfair, weil sie mehr waren. Also konnte man eine positive Identität haben, ich war ein guter, tapferer Soldat, bin von Hitler missbraucht worden, aber eigentlich waren wir die besten Soldaten der Welt. Und dann kommen da immer mehr Schattierungen rein. In den 70er Jahren kommen die Akten zurück. Dann fangen die Historiker an, die Wehrmachtsakten zu lesen. Und da stehen auf einmal ganz andere Dinge drin, die nicht mehr dem entsprechen, was man so in den 50er und 60er Jahren gesagt hat. Und das mündet dann in der großen Debatte, der öffentlichen Debatte der sogenannten Wehrmachtsausstellung, als man sieht, welche Verbrechen die Wehrmacht eigentlich verübt. Also, dass es keine saubere Wehrmacht war, dass es eine deutsche Mehrheitsgesellschaft war, die in diesem Krieg involviert war und die diesen Krieg eben auch bei aller Differenzierung verbrecherisch geführt hat. Und jetzt sind wir in einer ganz interessanten Phase.
Wenn wir mal vergleichen die Reden der Bundespräsidenten seit 1949 bis heute, dann wird am Anfang sehr viel von Erlösung und Niederlage, Befreiung sagt man noch nicht gesprochen, von Heuss. Dann kommt irgendwann Weizsäcker 85 die Befreiung. Es sind selbstkritische Bilder, aber man erinnert vor allen Dingen an die eigenen Toten, die Toten der Mehrheitsgesellschaft. Und die fallen jetzt raus. Wenn Sie die letzte Rede von Gauck lesen, da wird dann vor allen Dingen an die sowjetischen Opfer erinnert, die sowjetischen Kriegsgefangenen, die zu Millionen umgekommen sind in deutschem Gewahrsam. Aber die Opfer der Mehrheitsgesellschaft, die fallen eigentlich raus. Das ist eine, in der offiziellen Erinnerung eine völlige Umkehr. Und nun geht das immer weiter. Es wird auch eine neue Rede eines neuen Bundespräsidenten oder einer Bundespräsidentin irgendwann geben. Ich hoffe, dass sich das weiterentwickelt und dass wir wirklich zu einem differenzierten Bild kommen, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Ist das, was wir momentan erleben, nur eine kurze Nachfrage, Baborowski, eigentlich übermäßige political, historical correctness oder ist es der reale Tatbestand der Erkenntnis? Sie meinen, dass wir jetzt so über die den Zweiten... Die Rote Armee als ausschließliche sozusagen Opfer und Sieger. Ich glaube gar nicht, dass das so ist. Da würde ich Herrn Neitzel in dem Punkt ein wenig widersprechen. Ich glaube, wir können doch jetzt ganz unbefangen, wenn wir zum Beispiel das Schicksal der Vertriebenen nehmen, können wir ganz unbefangen darüber sprechen, dass Großeltern vertrieben worden sind. In den 70er, 80er Jahren war das unmöglich, dann wäre man Revanchist gewesen. Und heute kann man das in einen europäischen Kontext einordnen und sagen, ja, wir kennen die Vorgeschichte, aber trotzdem darf ich meiner Großeltern gedenken. Ich darf das. Naja, ne? Frau Steinbach hat große Probleme, wenn sie das so tut. In ja, Polen, aber Tschechien trotzdem, und so weiter. Das hat sich, ja gut, aber in Deutschland können Sie es tun. Sie können es in Deutschland tun. Ich kann es mal ganz unbefangen darüber sprechen, das wäre auch in den 70er, 80er Jahren nicht möglich gewesen, dass mein Vater, der war ein Panzersoldat, ein Gefreiter an der Westfront, ein Sozialdemokrat, der hat sich immer als Opfer gesehen. Das konnte er in den 70er, 80er Jahren nicht sagen. Es hat diese Menschen krank gemacht. Aber jetzt können Sie es tun. Und natürlich ist das auch im Diskurs. Kommt jetzt nicht in den Reden der Bundespräsidenten vor, aber es ist doch allgemein bekannt, dass auch Hunderttausende von Wehrmachtssoldaten Opfer waren in diesem Krieg. Und darüber kann man sprechen. Ich glaube, die Erinnerung hat sich aufgefächert. Es gibt natürlich die politische, das kollektive Gedächtnis, es gibt die politische Erinnerung, es gibt die Mythen, die eine Nation braucht. Und da wird davon geredet, Deutschland sei befreit worden. Das braucht man. Man braucht ein Bild davon, was das gewesen ist. Aber auf der anderen Seite gibt es die vielen tausenden individuellen Erinnerungen an etwas. Und die können, finde ich, jetzt in der Gegenwart sehr viel angemessener zum Ausdruck gebracht werden. Weil man erkannt hat, dass das Leben bunt ist, dass es verschieden ist, dass man es auf verschiedene Weise erinnern darf und kann. Und ich finde eigentlich, dass das besser geworden ist, dass wir mit Vielfalt viel besser umgehen können. Wir können die sowjetischen Opfer beweinen und können trotzdem sagen, der Wehrmachtssoldat war auch eins. Ja. Das können wir inzwischen machen. Ja, ist das wirklich so? Also ich würde Ihnen völlig zustimmen, Herr Baborowski, dass wir alles haben. Wir haben bei uns, auch wenn wir die Ebenen sozusagen sehen, wenn ich die Wehrmachtsforschung mal von vielen meiner Kollegen betrachte, dann, wenn ich das auf den Punkt bringe, dann geht das immer in eine Richtung. Da kommt nämlich immer raus, es war schlimmer, als wir dachten. Und ich möchte mal den Forscher sehen, der irgendwo prominent schreibt, naja, wissen Sie, die Forschung, das interessiert ja im Grunde niemanden. Also das, was Sie und ich da haben wir natürlich recht. Was Sie und ich Geschichtsbild und die Forschung sind zweierlei. Was Sie und ich forschen, prägt nicht den Diskurs der Das sollten Sie schleunigst ändern. Ja, aber genau da würde ich gerne mal einhaken, wenn ich das jetzt darf. Ja, sonst habe ich keine Chance. Sie hatten erwähnt eben, dass es vielleicht, glaube ich, das richtig verstanden, ein Übergewicht gibt bei der Erwähnung und Erinnerung an die sowjetischen Opfer. Ich sehe das auch nicht so. Also ich glaube, das hat auch was mit dem Gesamtkontext der europäischen Erinnerung und der Entwicklung dieser Erinnerung zu tun. Denn es ist natürlich auch eine politische Reaktion auf Reaktionen aus Russland, wo man in den letzten Jahren immer wieder die Sorge geäußert hat, die Geschichte werde umgeschrieben. Man spricht dort von der Falsifizierung. Gibt es ganze Kommissionen und Gesetzeswerke dagegen. Und darüber kann man natürlich streiten und das wird auch instrumentalisiert. Aber das hat natürlich einen wahren Kern, weil es geht ja auch
auch darum, dass wir erstens, wie gesagt, immer sehr viel mehr nach Westen geblickt haben, als wir das früher, als wir jetzt eben vielleicht vermehrt nach Osten schauen. Das wurde in Russland ja auch so wahrgenommen. Und das andere ist, dass in die europäische Diskussion ja auch von verschiedener Seite, darunter auch von den postsowjetischen Staaten, in die Diskussion eingebracht wurde über diesen Tag der Befreiung. Sie hatten das in der Rede, diese Rede erwähnt, mal darüber nachzudenken, also die anderen Westeuropäer aufzufordern, zu überlegen, ist das wirklich ein Tag der Befreiung gewesen oder nicht ein Tag der erneuten Besatzung? Also beispielsweise im Baltikum nimmt man das so wahr, aber auch nicht nur da, dass eben dieser Tag die Befreiung vom Nationalsozialismus war, aber eben auch die erneute Besatzung durch sowjetische Truppen. Man hört immer wieder den Satz, der Krieg habe in dieser Region nicht am 8. und 9. Mai 1945 geendet, sondern 1991 mit der Unabhängigkeitserklärung. Und dieses Bemühen, das in den europäischen Diskurs einzubringen, ist, wir würden jetzt als Wissenschaftler sagen, gut und richtig, aber hat auf russischer Seite eben die Befürchtung ausgelöst, dass da etwas nivelliert und gleichgesetzt wird, was zumindest, sagen wir mal, wenn man jetzt die baltische Perspektive einnimmt, insofern auch einen wahren Kern hat, als der Angriffskrieg, über den wir hier jetzt ja eigentlich sprechen, außer Perspektive ein bisschen gerät und der Anteil der Roten Armee an der Befreiung vom Nationalsozialismus. Und daraus erklärt sich, glaube ich, die innerrussische Reaktion, stärker darauf zu wirken, dass man das nicht vergisst und die Geschichte nicht umschreibt. Und dann ist das, finde ich, eine natürliche politische Reaktion, auch des Bundespräsidenten, da einzuhaken und das auch mal zu würdigen. Stichwort Befreiung vom Nationalsozialismus. Das ist sehr wichtig. Befreiung vom Nationalsozialismus. Das ist ja eine große Debatte. Im Westen ja, wird ja weiterhin sozusagen anerkannt, trotz einiger Geschehnisse, die jetzt so gerade in der Wissenschaft aufgebracht werden. Aber ist es denn wirklich so im breiten Volksbild, dass die Rote Armee zwar einerseits die Diktatur der Nazis weggebracht hat, aber war das eine Befreiung? Massenhafte Vergewaltigung, Ersetzung einer Diktatur durch eine andere, also nicht nur im Baltikum, auch in der DDR. Kann man da wirklich objektiv von Befreiung reden? Manche sagen ja, die Befreiung begann erst am 9. November 1989. Ja. Also es war auf jeden Fall eine Befreiung von der nationalsozialistischen Diktatur. So, da sind wir uns alle einig. Und darum geht es jetzt dann auch. Und da bin ich mit Frau Janicke ganz einer Meinung. Da muss man auch die Leistung der Roten Armee und der Sowjetunion würdigen. Ohne die wäre das entweder gar nicht möglich gewesen oder hätte sehr viel länger gedauert. Und sagen, die Tapferkeit des Rotarmisten spielte eben da eine Rolle. Und da haben wir auch zum Teil abstruse Bilder von der Roten Armee. Natürlich gibt es die Massenvergewaltigung und so weiter. Aber auch in der Roten Armee wie in der Wehrmacht gibt es eine ganz große Bandbreite an Verhaltensweisen. Und wir können die Rote Armee nicht nur als eine Horde von Orks sozusagen irgendwie wahrnehmen. Und auch da müssen wir differenzieren. Da haben wir übrigens in der Wissenschaft nach meiner Kenntnis, aber korrigieren Sie mich, Herr Barbarowski, Schwierigkeiten wirklich zu verstehen, wie die Rote Armee in ihrer ganzen Differenziertheit sich eigentlich verhalten hat. Liegt es an den Quellen, die nicht alle vorhanden sind? Das muss Herr Barbarowski beantworten, der kann das aus sowjetischer Perspektive besser beantworten als ich. Aber da müssen wir auch zu einem differenzierten Blick kommen. Natürlich hat die Rote Armee ihren Anteil zur Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltdiktatur geleistet. Punkt. So. Und dann kommt der nächste Punkt, dass wir dann auch darauf sehen müssen, was Sie erwähnt haben, Herr Knopf, was für ein Regime installiert worden ist und was für ein Gewaltregime installiert worden ist. Und dass es natürlich nicht um Befreiung der Roten Armee ging. Im Übrigen, auch die Westmächte sind ja nicht mit dem hehren Ideal der Befreiung nach Deutschland gekommen. Besiegung. Und dann sagte man, dann müssen wir den Deutschen eben beibringen, wie sie unser System adaptieren. Aber ich erinnere immer daran, dass es auch Machtpolitik im Westen war. Das Beispiel ist ja Griechenland. Dort, Griechenland war de facto von Kommunisten beherrscht und die Briten haben mit Waffengewalt die Griechen überzeugt, doch besser sagen, eine Republik zu wählen und nicht ein kommunistisches Regime. Also wir haben eine Machtpolitik dieser Staaten. Wir sind im Westen natürlich eher zur westlichen Demokratie hin orientiert. Das müssen wir mitdenken. Also wir müssen in der Erinnerung und in unserer Beschäftigung diese Vielschichtigkeit mitdenken. Aber ja, es war eine Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltdiktatur. Man muss aber vielleicht mal zwei Ebenen auseinanderhalten hier. Die eine Ebene ist die politische und die Ebene des Mythos. Wir haben für uns entschieden, in der Selbstrepräsentation unseres Staates, dass wir das als einen Akt der Befreiung verstehen wollen. Das haben wir so entschieden. Dann haben wir aber ein großes Problem. Dann können wir die Sicht, die wir in Deutschland für akzeptabel halten, können wir in den Polen und den Esten nicht aufzwingen. Dort wird die Besetzung
durch die Rote Armee nicht als Befreiung repräsentiert, wenngleich einzelne Menschen befreit wurden, wird das aber nicht so repräsentiert. In Estland wird sogar heute noch die Besetzung durch die Wehrmacht als Befreiungsakt verstanden, weil Estland fast keine Juden hatte. Die Nazis haben sich da anders verhalten als in Litauen. Ist das ein Akt der Befreiung, aber nicht die Rückeroberung durch die Rote Armee, wird so nicht gesehen. Und die zweite Ebene ist die Ebene der historischen Forschung. Und der Historiker ist derjenige, der den Mythos widerlegt. Wir sind nicht dazu da, Geschichtsbilder von Regierungen oder Gesellschaften zu bestätigen. Und dann würde man sagen, Befreiung, ja, für KZ-Insassen, ja, für Nazis nicht. Davon gab es ja ziemlich viele. Ja. Würde man sagen, nein, die waren nicht befreit, vergewaltigte Frauen auch nicht. Und wenn man auf Estland schaut, auf Litauen oder auf Polen, würde man sagen, ja, die Juden in Polen wurden befreit. Die meisten Polen haben das auch als Befreiung erlebt, was die Rote Armee tat. Aber ein Jahr später fühlten sie sich nicht mehr befreit. So, das tun Historiker. Sie schauen genau hin und sie beschreiben die Vielfalt der Erinnerungen und der Möglichkeiten. Und die Politik muss etwas anderes tun. Das ist auch völlig in Ordnung so. Sie muss einen Mythos schaffen, mit dem sich alle in einem Land identifizieren können. Und der Mythos, der Deutsche, heißt Befreiung von der nationalsozialistischen Diktatur. Ist das der Mythos der Politik oder der Mythos des gesellschaftlichen Wahrnehmens? Ist die breite Basis der Bevölkerung in der Tat der Meinung, dass Deutschland von der Roten Armee im Osten befreit worden ist? Ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung weiß darüber nur noch wenig. Das hat sich auch verändert. Muss die Wissenschaft verändern? Ja. Und aber, die Publizistik? Ja, aber für Studenten, wenn Sie mir das erlauben zu sagen, ist der Zweite Weltkrieg heute so weit entfernt wie für mich in den 70er Jahren der Alldeutsche Verband. Das ist einfach so. Das verändert sich. Und man bekommt ein anderes Verhältnis dazu. Wenn schon die Großeltern nicht mehr mit dem Nationalsozialismus konfrontiert waren, dann werden auch Geschichten in Familien nicht mehr weitererzählt. Dann verliert das an Bedeutung. Ein Mythos ist immer einer, der nur wirken kann, wenn er auf eine Resonanz in der Gesellschaft trifft. Ich habe das Gefühl, dass sich da jetzt im Augenblick etwas verändert. Und das hat damit zu tun, dass es die Zeitgenossen nicht mehr gibt, die unmittelbar an die Tradition und die Überlieferung anknüpfen können. Und dann werden Rituale oft hohl. Dann werden sie Feiertage und dann gibt es Rituale, mit denen man nicht mehr viel verbinden kann. Das sage ich gar nicht kritisch. Das ist, glaube ich, ganz normal. Das ist einfach so. Und dann gibt es Entwicklungen, die Legenden knacken und aufheben. Ja, natürlich. Darf ich da trotzdem noch mal einmal einhaken, ja, weil Sie das so sagten und vielleicht die Frage so provokant gestellt haben, wird das wirklich so empfunden als Befreiung auch im Osten Deutschlands? Ich kann das natürlich nicht für die Menschen beantworten und im Zweifelsfall sind die Einzelschicksale auch entscheidend. Aber man muss doch auch mal sagen, dass unmittelbar im Mai 45 und auch noch danach vieles offen war. Hm. Und es nicht in dieser Weise, auch das hatten wir schon das Thema, dass wir als Historiker natürlich von jetzt da zurückschauen und diese Spaltung und diese Blockbildung vielleicht da auch schon projizieren, wo sie in Einzelfällen und in regionalen Bereichen noch nicht vorhanden war. Ich will nicht sagen, dass da nicht vieles schiefgelaufen ist, aber auf der anderen Seite, wenn wir gerade mal an den Stadtkommandanten Bersarin denken zum Beispiel, der hat sehr viel für Berlin getan, für den unmittelbaren Alltag in der Stadt. Also das hat jetzt gar keine großen ideologischen Mehrwert für die Menschen gehabt, aber wichtig war, es gab schnell wieder Wasser, es gab Abfallentsorgung, es gab Zeitungen recht schnell, ein gewisses kulturelles Leben wurde aufgenommen. Das war teilweise in bestimmten Regionen, auch der Stadt in Berlin, schneller der Fall, als das im Westen der Fall war. Ja. Also insofern eine momentane und in dem Moment empfundene Befreiung, bin ich mir doch sehr sicher, hat es auch gegeben, ohne natürlich diese Perspektive der Opfer da in Frage zu stellen. Ohne Zweifel, aber hebt das diese generelle Angst vor dem Russen, in Anführungszeichen, der ja im Osten bestand, auch bei den vielen Flüchtlingen, die aus Ostpreußen, Schlesien geflüchtet sind, und bei den vielen, die dachten, flüchten wir besser nach Westen, da haben wir es. Ja, aber möchte ich doch kurz einhaken. Die Antwort ist natürlich nein. Diese Angst wird nicht aufgehoben und natürlich hatten die Menschen Angst. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, warum sie so eine Angst hatten. Weil natürlich allmählich klar geworden ist, was die Deutschen im Osten angerichtet haben, wie sie sich dort verhalten haben. Das war zumindest schon etwas, was bekannt war. Und es geht auch aus den Quellen hervor, dass gerade die Menschen ja gesagt haben, wie schaffen wir es noch schnell, möglichst in die westlichen Gebiete zu kommen.
bekommen, um nicht den Russen in die Hände zu fallen, weil natürlich klar war, beziehungsweise in einer menschlichen Überlegung zumindest es denkbar und möglich war, dass die sich rächen würden, schlicht und ergreifend, weil das waren einfache Menschen, Soldaten aus dem Volk. Sie sagen, wir wissen darüber wenig, das stimmt, trotzdem gibt es natürlich darüber auch Arbeiten, aber das waren natürlich Menschen, die fast alle, ich würde sagen, 9 von 10 Soldaten in ihrer persönlichen Familiengeschichte eine Grausamkeit des Krieges erlebt haben, mal jenseits ihrer Fronterfahrung. Also ich meine, dass zu Hause ihr Dorf niedergebrannt wurde, dass die Frauen, die Familie erschossen wurde, vergewaltigt wurden, was auch immer da alles passiert ist. Und dass das natürlich menschlich erstmal etwas freisetzt, was sich, das ist jetzt einfach nur eine Beschreibung, das kann man nicht rechtfertigen, aber was sich natürlich dann Bahn bricht, das haben, glaube ich, die Menschen in Deutschland geahnt. Dass die Rache furchtbar sein würde, das haben, glaube ich, die meisten Deutschen sehr früh gewusst. Sie wussten durch Briefe, durch Erzählungen, was die Nazis dort getan hatten. Und Goebbels war ja einer von denjenigen, der das ja selber propagierte. Er schürte ja die Furcht davor, die Rache wird furchtbar sein, die Vergeltung wird furchtbar sein. Und das war ja nun etwas, was Goebbels da vertrat. Das musste er gar nicht inszenieren. Das war den Menschen von vornherein klar. Deshalb, es gab wirklich gute Gründe, Angst natürlich zu haben und Furcht zu haben. Das hat nichts mit dem Stereotyp der asiatischen Horden zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass die meisten Deutschen wussten, was sie da angerichtet hatten. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über die Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik in der Bundesrepublik und in Russland. Wie sah es denn in der DDR aus? War das 1:1 sozusagen mit der sowjetischen Erinnerungspolitik konform? Oder gab es da auch Nuancen, Unterschiede? Offiziell? Ja, das ist eine gute Nachfrage, denn ich denke, offiziell, wenn man rein die politische Ebene betrachtet, ist es nicht der Fall. Natürlich folgte die offizielle Geschichtspolitik und das Erinnern in der DDR den Mustern der Sowjetunion. Also es ist die Rede von großen Vaterländischen Krieg, also die Zeit zwischen 41 und 45, die dort erinnert wurde, was deswegen wichtig ist, weil natürlich die erste Zeit, wenn man den gesamten Zweiten Weltkrieg betrachtet, ausgeblendet wurde. Das ist ja etwas, was in der sowjetischen Erinnerung sehr problematisch ist und auch heute wieder problematisch ist. Die Rituale waren sehr ähnlich mit Paraden, Kranzniederlegungen und Inszenierungen mit den Veteranen, aber auch der Zusammenführung verschiedener Generationen zum Beispiel, um diese Erinnerung weiterzugeben. Eine individuelle Erinnerung wird sicher auch anders funktioniert haben, wie in allen Ländern. Also da wird es in der DDR sicherlich auch andere Ansätze gegeben haben. Aber entscheidend ist ja auch, und das wäre auch noch mal interessant, da können Sie vielleicht noch was zu sagen, im Verhältnis beider deutscher Staaten, weil es ist natürlich auch eine deutsche Erinnerung gewesen, wie die in der Bundesrepublik auch, von der man sich ja gewisserweise ausgenommen hat aus der Verantwortung, weil man das übernommen hat, dieses Narrativ aus der Sowjetunion, dieses Siegesnarrativ, es sozusagen problematisch war, sich da als Deutsche zu positionieren, weil natürlich im Grunde genommen man sich hätte positionieren müssen und die Verantwortung auch übernehmen müssen. Und das ist natürlich wenig erfolgt und ist eben diesem gesamtdominanten Narrativ geschuldet. Der Unterschied zwischen der NS-Diktatur und der stalinistischen Diktatur bestand ja darin, dass sich die NS-Diktatur vor allem nach außen richtete, den Vernichtungswillen nach außen richtete. Und das hat natürlich eine Konsequenz für die Erinnerung. In der DDR konnte man im Gegensatz zur Sowjetunion den Holocaust nicht einfach totschweigen. Zwar war das auch nicht in der öffentlichen Inszenierung wichtig, aber man hat das nicht totgeschwiegen. Es gab Filme darüber. Es gab Erinnerungen an das Schicksal von Juden, auch in der DDR, wenn vielleicht das nicht den Stellenwert hatte wie in der Sowjetunion, wie in Westdeutschland. In der Sowjetunion durfte an den Holocaust nicht erinnert werden, weil Stalin entschieden hatte und seine Nachfolger mit gutem Grund auch, dass keine ethnische oder religiöse Gruppe in der Erinnerung privilegiert werden sollte. Das sollte ein Sieg des sowjetischen Volkes gewesen sein. Die DDR hatte das Problem, sie konnte aber auch nicht das deutsche Volk, in Anführungszeichen, als Opfer oder Täter darstellen. Und deshalb kam das Narrativ der aufrechten Kommunisten, deren Herrschaft legitimiert war, der Honeckers und der Ulbrichts, weil sie Antinazis waren, weil sie im Widerstand waren. Und das ist, glaube ich, das gleiche Narrativ, das die polnischen Kommunisten hatten. Die konnten sagen, wir waren antideutsch, wir waren gegen die Nazis. Und das legitimierte sie. Aber operieren konnten sie mit dem Begriff des Volkes und der Schuld eben nicht. Das war sehr schwierig. Deshalb war das in der DDR anders. Aber ich glaube, die Erinnerung an den Holocaust, das wird oft übersehen, die hat es auch in der DDR gegeben. Und auch in der DDR hat es so etwas wie Scham gegeben von Menschen, die in der Sowjetunion gewesen waren und sich an den Verbrechen beteiligt hatten. Und die sowjetischen Funktionäre
haben das den DDR-Bürgern und den Kommunisten gezeigt. Und zwar sehr deutlich, wer hier der Sieger war und wer Buße zu tun hatte. Reden wir zum Abschluss doch noch mal über die Erinnerungskultur in Russland. Die ist ja sehr vielschichtig. Dazu gehört ja vor allem auch die Verherrlichung der Roten Armee. Nachvollziehbar, aber ist das historisch auch gerechtfertigt? Was war das überhaupt für eine Armee? Wie mutig oder wie todesmutig? Da gibt es ja auch Legenden. Ja, da gibt es Legenden. Also zunächst muss man sagen, dass die Rote Armee, wie sie am 22. Juni 1941 an der Grenze stand, in dieser Form Ende 1941 nicht mehr existierte. Und die Wehrmacht diese Armee zerschlug und Stalin dann gezwungen war, eine neue Armee aufzubauen. Und die Rote Armee und er sich dann, ganz interessant, ab Mai 1942 aus der direkten Kriegführung immer weiter zurücknimmt und damit die Expertise, die in der Armee da ist, immer stärker nach vorne kommt, während Hitler sich immer mehr einmischt, auch mit negativen Folgen. Und dann ist es ja interessant, wie sehr diese Rote Armee auch lernt von den Deutschen und wie sehr sie sozusagen als handwerklich lernt, diesen Krieg zu führen. Gleichwohl, das sind dann ganz große Leistungen, wie sie improvisieren, wie sie sozusagen auch der Wehrmacht einen bestimmten Krieg aufzwingen in Städten und so weiter und so weiter. Die Verteidigung von Stalingrad ist eine große Leistung. Aber interessant dabei ist immer wieder, dass die Rote Armee nach wie vor eine Gewaltinstitution bleibt. Und man könnte das provokant sagen, dass Stalin und die Staatsführung den deutschen Vormarsch im Blut der eigenen Leute erstickt haben. Also die Verlustzahlen der Roten Armee bleiben bis Mai 1945 immens. Ja, immens. Also wenn man Art und Weise dieser Kriegführung sieht, wir wissen es nicht genau, wir vermuten, dass 150.000 Rotarmisten wegen Verdacht des Fahnenfluchts an die Wand gestellt worden sind. Bei den Deutschen waren es 20.000. Also eine unglaubliche Gewalt in dieser Armee. Und deswegen müssen wir auch bei der Erinnerung, Sie sprachen es ja an, das immer mitdenken. Ja, Leistung, ja, sagen, aber wir müssen das auch als einen Gewaltraum empfinden, der bei aller Professionalität, bei aller Leistung, diese Gewalt müssen wir sagen, mitdenken. Und das ist eine Signatur. Wird das auch in Russland gesagt und bedacht, Gewalt gegen die eigene Armee, Gewalt gegen die eigenen Leute? Nein. Da war man in Russland schon mal weiter. Nikita Khrushchev hat in seiner Geheimrede 1956 sehr deutlich gesagt, wir haben den Krieg nicht wegen, sondern trotz Stalin gewonnen. Und er hat sehr klar darauf hingewiesen, welche verbrecherische Befehle der Diktator gegeben hat, wie viele Millionen Soldaten ins Verderben gelaufen sind wegen dieser schrecklichen Behandlung der eigenen Leute. Das ist dann in den 60er, 70er Jahren verschwunden, das unter dem Narrativ, wir waren alle Helden und haben große Siege vollbracht, verschwunden. Und das ist bis heute so geblieben. Darüber können Sie in Russland nicht reden, wie Sie das wollen. Da stimme ich so nicht zu. Also ich glaube, das stimmt, was du sagst, was Sie sagen, dass das natürlich nicht so präsent ist. Aber erstens mal waren wir schon mal weiter, nicht nur in Bezug auf Khrushchev, sondern auch Anfang der 90er Jahre. Ja gut, hat es eine Phase gegeben, in der darüber gesprochen wurde, auch geforscht wurde. Diese Forschung liegt vor, die ist nicht verboten. Wer sie lesen will, kann sie lesen. Ja, etwa Forschung, ja. Und ja, aber auch in den Museen, das würde ich gerne noch einbringen. Denn das ist ein sehr massenwirksames Medium in Russland, mehr vielleicht, als das bei uns der Fall ist. Also auch im Museum des Großen Vaterländischen Krieges, das mit Sicherheit das sowjetische Narrativ erzählt. Da gibt es gar keine Frage, kann man auch nicht schönreden. Aber da gibt es doch Ergänzungen, Dokumente und Möglichkeiten, sich zu informieren, die dieses Thema durchaus auch aufgreifen. Wir waren nicht nur in der Forschung und nicht nur in der Wissenschaft weiter, wir waren auch in den Medien weiter, wir waren im Fernsehen weiter. Ich habe ja Anfang der 90er Jahre gemeinsam mit dem russischen Fernsehen für das ZDF eine immerhin 18-teilige Reihe über diesen verdammten Krieg, so hieß das auch, produziert. Die gleichen Bilder und der gleiche Kommentar zur gleichen Zeit im Fernsehen beider Länder, das war damals möglich. Warum war es damals möglich und warum ist es heute nicht mehr möglich? Was meinen Sie? Also es gab damals eine kurze Phase, ich bin in der Zeit lange in Russland gewesen, zwischen 91 und 94. Das war wahrscheinlich die freieste Zeit, die es in Russland je gab. Das war eine Epoche, in der die meisten Menschen, die der intellektuellen Elite angehörten, das Gefühl hatten, dass Russland jetzt Teil eines europäischen Kontextes wird, dass Russland ein Partner sein kann, dass Russland die Möglichkeit hat, sich in eine Demokratie und eine liberale, offene Gesellschaft zu verwandeln. Und das hat es ermöglicht, sich die Argumente
der anderen Seite anzuhören. Ja, es, man hatte diesen kurzen Zeitraum, als das Fenster geöffnet wurde, und das war dann 1995 vorbei. Und das hat gar nichts mit der Erinnerungspolitik zu tun, sondern damit, dass dieses Regime in der Sicherheit, in der inneren Sicherheit und ökonomisch scheiterte. Und deshalb alle Konzepte, die mit dem Westen verbunden waren, am Ende nicht mehr attraktiv waren. Wenn man keine Sicherheit bieten kann, keine Ordnung bieten kann, keinen Wohlstand bieten kann, kann man auch keinen Gehorsam verlangen. Das ist eben einfach so. Das ist, glaube ich, der Grund, warum sich das dann sehr schnell in eine ganz andere Richtung entwickelt hat. Und heute, nun gut, ist das alte Narrativ wieder da. Es hat aber auch, vielleicht, das mag ich vielleicht kritisch noch anmerken, es hat aber auch damit zu tun, das beruht ja nicht nur auf Einbildung, dass in Russland sehr viele Menschen das Gefühl hatten, dass der Westen sie im Stich gelassen hat. Dass die NATO nach Osten ausgedehnt wurde. Dass man Russland klar gemacht hat, ihr seid keine Partner. Ihr gehört nicht dazu und wir trauen euch nicht. Das ist etwas, was Putin jetzt nutzen kann und gegen den Westen wenden kann. Das beruht nicht nur auf Einbildung, sondern das ist auch etwas, was präsent ist in der russischen Wahrnehmung. Und insofern, das noch als Ergänzung, ist das Narrativ eigentlich nicht dasselbe. Ich finde das ziemlich wichtig, noch mal zu sagen. Also wir finden vieles davon aus der Sowjetunion wieder. Mhm. Und auf den ersten Blick und in den Bildern scheint das auch so. Aber es ist genau dieser Grund, dass Putin eben diese Reaktion auf seine vermeintliche oder das vermeintliche im Stich gelassen sein vom Westen reagiert, indem er eben auf diese martialischen Inszenierungen zurückgreift. Aber ihm ist eben immer wichtig, das nicht in dem sowjetischen Narrativ allein zu tun, sondern in einem imperialen Narrativ. Das ist eben ganz wichtig. Er versucht, Traditionen aus dem russischen Imperium über die Sowjetunion in die russische Föderation zu nehmen. Da nutzt er viele Dinge, die wir aus der Sowjetunion kennen, verbindet das aber sowohl mit nationalen Symbolen, die es in der Sowjetunion so nicht gegeben hat. Beispielsweise das Georgsband ist etwas, was jetzt sehr verbreitet ist seit 2005, was eine Tradition herstellt aus dem Russischen Reich über die Sowjetunion in die Gegenwart. Aber auch zum Beispiel die Rolle der Kirche bei der Erinnerung, die ganz stark heute ist, ist etwas, was es in der Sowjetunion nicht gegeben hat. Und ein drittes Beispiel, das Bemühen doch um das Einzelschicksal und die weitere Erforschung auch von Soldatenschicksalen und überhaupt von Opfern des Krieges. Das ist auch etwas, was in der Sowjetunion sehr zu kurz gekommen ist, beziehungsweise auch nicht gewollt wurde. Sie hatten das auch erwähnt, was das kollektive Erinnern betrifft. Aber das wird sowohl von offizieller Seite gefördert mit Datenbanken und Forschungen über Einzelschicksale der Soldaten bis hin auch zum Beispiel zu dieser Aktion des Unsterbliche Regiment, was wir jetzt seit 2 Jahren beobachten, wo also Angehörige oder Menschen über die Straße gehen am 9. Mai mit Fotos der Angehörigen, die sie im Krieg verloren haben. Was natürlich einerseits, natürlich ist es eine Inszenierung, aber es nimmt eben diese Idee oder dieses Thema des Einzelschicksals auf und soll natürlich auch die Jugend mit einbinden, für die Zeit schon mal vorausschauend, wenn es die Veteranen nicht mehr geben wird. Aber wie kann das russische Narrativ, schönes Wort Narrativ, es eigentlich begründen, dass mit dem großen Vaterländischen Krieg von Anfang an ja immer nur an die Jahre 41 bis 45 erinnert wird? Ich meine, die Sowjetunion war ja vorher auch schon irgendwie in den Zweiten Weltkrieg involviert. Der Einmarsch in Polen, der Krieg gegen Finnland. Wie wird begründet, dass das weggelassen wird? Also über die Beteiligung am Krieg wissen die Herren besser Bescheid als ich, aber ich finde, Sie haben es auch erwähnt und das ist ganz wichtig, noch mal deutlich zu sagen, es geht in der Erinnerung um den großen Vaterländischen Krieg und der meint die Periode von 1941 bis 1945 und das ist das, worüber wir reden, wenn wir über Erinnerung reden. Und dann ist es sinnlos zu beklagen, dass wir nicht über den Zweiten Weltkrieg reden, denn in der Erinnerung spielt eben der große Vaterländische Krieg diese Rolle. Es gibt den Zweiten Weltkrieg als Ganzes, also die Periode von 1939 bis 1945 in Russland auch. Darüber wird auch geschrieben und geforscht. Natürlich ist es ungeliebt aus den genannten Gründen. Trotzdem, und das sei noch mal gesagt, ist das eben ein Konstrukt der Erinnerung. Das ist also etwas anderes, als wenn wir darüber in der Forschung so sprechen. Aber es gibt natürlich noch einen anderen Grund. Und das wird ja sehr geschickt in Russland gemacht und stößt gerade im Baltikum auf große Verärgerung. Man erweckt einfach den Eindruck, dass die baltischen Republiken und der Osten Polens ja schon zum Zarenreich gehört hatten. Man hat sich im Grunde nur geholt, was einem sowieso gehörte. Und deshalb kann man das in das Narrativ einbauen, auch die Esten und Letten wurden befreit. Und die offizielle Version ist natürlich, auch das Baltikum wurde befreit und Polen auch. Und mit dieser Geschichte können sich natürlich
die Menschen in den baltischen Republiken und Polen nicht identifizieren, die können sie nicht erzählen. Aber Stalin hat ja selber schon nach dem Hitler-Stalin-Pakt verkündet, die Weißrussen und Ukrainer kommen zurück sozusagen heim ins Reich und die baltischen Republiken, die bis 1917 zum Zarenreich gehörten, auch. Und damit hat man sich dieses Problems einfach entledigt. Du musst nicht mal danach fragen, und was wollten die Leute denn selbst? Also Baltikum und Polen ist ja das eine, haben wir besprochen. Es gab ja auch andere Staaten Osteuropa. Ich sag mal Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien waren ja auch involviert in den Zweiten Weltkrieg, auch in das Unternehmen Barbarossa. Wie geht man denn da im Vergleich zu dem, was wir gesagt haben, um? Weiß das jemand? Also in Rumänien zum Beispiel, ist ganz interessant, gibt es auch wieder Erinnerungen. Es geht nicht um Geschichte, es geht nicht um Differenzier, es geht nicht um Wahrheit, was immer das sein soll, sondern es geht um, ich sage mal, um Schmerzvermeidung. Also Rumänien hat eine sehr wechselvolle Rolle im Zweiten Weltkrieg gespielt. Sie waren beteiligt am Vormarsch in der Sowjetunion. Sie waren beteiligt an ganz schlimmen Judenmassakern in Odessa zum Beispiel. Das spielt alles keine Rolle, sondern die Rolle spielt das Opfertum der rumänischen Soldaten nördlich und südlich von Stalingrad. Das ist dann entscheidend. Das ist wie in Italien. Auch in Italien gab es eine italienische Armee, die nördlich von Stalingrad kämpfte. Und deren Untergang in der russischen Eiswüste ist in Italien sagen, ein Narrativ, um sich selber als Opfer darzustellen. Was diese Leute dort gemacht haben, dass die ja nicht zum Fischefangen in Russland gewesen sind, das wird sagen, runtergedimmt. Und wir haben in vielen osteuropäischen, mittelosteuropäischen Staaten eben nicht eine wirklich, noch nicht eine differenzierte Forschung. Und wir haben auch Probleme, sagen, in die Breite zu wirken in der öffentlichen Erinnerung. Alle möchten gerne Opfer sein. Meine Schlussfrage geht an Sie alle. Wir haben ja von deutscher Erinnerung gesprochen, von russischer Erinnerung, auch von dem zarten Pflänzchen von vielleicht gemeinsamer Erinnerung späten 80er, frühen 90er Jahren, hat keine Wurzeln geschlagen, dieses Pflänzchen. Welche Chance gibt es denn heute, nicht nur eine vielleicht deutsch-russische gemeinsame wie damals, sondern vielleicht sogar letzten Endes mal endlich eine europäische gemeinsame Erinnerung an diesen ja nun auch schon 70, 75, 80 Jahre lang zurückliegenden Krieg zu gewinnen? Ich glaube, was die europäische Erinnerung betrifft, müssen wir noch sehr viel Geduld haben. Und das ist auch eine Aufgabe an uns, glaube ich, die Historiker, dass da noch sehr viel geforscht werden muss, sehr viel beigetragen werden muss. Aber es muss, glaube ich, auch in der öffentlichen Diskussion, in der Erinnerungskultur sehr viel mehr Offenheit noch herrschen und mehr Verständnis und mehr zulassen einfach kontroverser Positionen. Ich würde Ihnen aber gerne noch mal widersprechen zu dem, was Sie sagten, diese Phase Anfang der 90er Jahre hat keine Wurzeln geschlagen. Das ist nicht ganz richtig. Und damit beantworte ich auch Ihre Frage. Eine Chance der gemeinsamen Erinnerung liegt auch im Deutsch-Russischen Museum. Das ist sicherlich kein massenwirksames Museum. Das möchte ich nicht behaupten. Aber es wäre nicht möglich gewesen, wenn es nicht Anfang der 90er Jahre gegründet worden wäre. Und was vielleicht viele auch nicht wissen, dass Deutsche und Russen dort gemeinsam erinnern, übrigens auch Ukrainer und Belarussen. Es sind sehr streitbare Diskussionen, die sicherlich Anfang der 90er Jahre offener geführt wurden, als sie heute geführt wurden, aber sie werden geführt. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo man darauf aufbauen kann. Also lasst uns das Deutsch-Russische Museum besuchen, Herr Barbarowski. Wenn ich etwas nicht brauche, dann ist es eine gemeinsame Erinnerung. Die brauche ich überhaupt nicht und schon gar keine europäische. Was wir brauchen, ist, dass wir verstehen, warum die anderen sich anders erinnern. Natürlich werden sich die Polen und die Esten auch in 20 Jahren noch anders an den Zweiten Weltkrieg erinnern als die Italiener und die Franzosen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt andere Erfahrungen, es gibt andere Traditionsbestände und es gibt eine vollkommen andere Überlieferung. Die muss anders sein. Aber europäisch handeln könnten wir vielleicht in dem Sinn, dass wir begreifen, dass es geradezu die Essenz Europas ist, dass es so verschieden ist. Und das auf so unterschiedliche Weise verstanden wird. Wenn wir begreifen, dass es gute Gründe gibt für die russische Erinnerung, dass die anders ist, wenn wir damit mal anfangen und sagen, es gibt gute Gründe, warum Russen das anders erinnern als Franzosen, dann haben wir doch viel verstanden. Wir brauchen doch keine gemeinsame Erinnerung daran. Herr Neitzel, brauchen wir keine gemeinsame Erinnerung? Ich glaube, das ist völlig unrealistisch, das zu erreichen, weil Erinnerung hat ja einen Sinn. Es geht nicht um Geschichte, es geht nicht um Differenzierung, sondern es geht um Sinnstiftung. Die wird immer unterschiedlich sein, aber ich glaube schon, dass wir uns ein Stück annähern. Dass wir ein Stück in den Erinnerungen, das kann man
im Deutsch-Russischen Museum sehen, das kann man aber auch bei der deutsch-französischen Ausstellung sehen, dass wir ein Stück weit mehr in den Erinnerungen die Grautöne zulassen. Und das würde ich mir als Historiker wünschen, dass wir in den jeweiligen nationalen Erinnerungen, so unterschiedlich sie sein mögen, ein Stück weit mehr die Grautöne der Geschichte zulassen. Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat, so sagte es Voltaire. Von Einigung kann hier bei unserem Thema keine Rede sein. Ich danke Ihnen dreien für Ihre substanziellen Aussagen und Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu.